Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review oder den Reviews von Jujutsu Kaisen Folgen 4 bis 6. Ja, wie ihr gemerkt habt, sind zu den Folgen 4 und 5 keine Reviews auf meinem Kanal gekommen. Das lag daran, dass ich zum einen Zahn gezogen bekommen habe und in der anderen Woche einfach mal krank geworden bin, dementsprechend meine Stimme komplett weg war. Ja Leute, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier am Start. Ich habe mir natürlich die ganzen Folgen reingezogen, bin nach wie vor begeistert und gehuckt von Jujutsu Kaisen. Aber wir reden jetzt in diesem Video natürlich erstmal über die Folgen. Ich werde die Folgen 4 und 5 so ein bisschen grober nur befassen, also sehr oberflächlich befassen. Denn ansonsten haben wir hier ein Video, was 40 Minuten geht. Das wollen wir ja auch nicht. Oder vielleicht will das jemand von euch, aber ist auch vollkommen egal. Wir reden wie gesagt erstmal darüber. Wir waren ja da stehen geblieben, wo Megumi und Yuji gegen ein Sonderfluch-Level-Fluch gekämpft haben, gegen den sie recht chancenlos waren und wo dann Sukuna den Körper von Yuji übernehmen musste, damit diese Situation irgendwie noch geklärt werden kann. Die wurde auch geklärt. Sukuna hat diesen anderen Sonderfluch einfach mal komplett auseinandergepflückt. Stellte sich sogar noch heraus, dass dieser Sonderfluch einen weiteren Finger von Sukuna hatte, den er sich danach natürlich gegönnt hat. Aber das große Ding war dann nachher, dass Yuji nicht in der Lage war, den Körper wieder zurück zu übernehmen von Sukuna, zumindest nicht sofort. Und so konnte Sukuna erstmal, Megumi so ein bisschen durch die Gebäude boxen à la Dragon Ball. Also kein Scheiß, Leute, es sah halt wirklich so aus, wie ich persönlich finde. Aber Sukuna hat Megumi dann nicht umgebracht, weil er ihm irgendetwas gesehen hat, hat sich aber zur Versicherung einfach mal selbst das fucking Herz rausgerissen. Und ja, dadurch hat er gesagt, er selbst braucht kein Herz zum Leben, aber Yuji braucht ein Herz zum Leben. Das heißt, wenn Yuji den Körper wieder übernimmt, wird er einfach tot umfallen. Und ja Leute, was ist passiert? Genau das ist natürlich letzten Endes passiert. Yuji war dann faktisch sogar tot, hat dann aber im Inneren, in der Seele, sage ich jetzt mal so, mit Sukuna dann so ein bisschen gekämpft, einen Dialog gehabt. Und so kam es dann dazu, dass Sukuna zu Yuji gesagt hat, pass auf, komm, ich heile dich, ich sorge dafür, dass du wieder lebst, aber dafür machen wir einen Pakt, wir machen einen Deal. Und der Deal beinhaltet eben, dass Sukuna einen Spruch sagen muss und der Spruch ist, ich weiß gar nicht mehr, was er genau war, ich glaube Bindung war es, er sagt Bindung und dafür kriegt er dann eine Minute lang den Körper von Yuji. Er wird in dieser einen Minute aber niemanden töten, niemanden verletzen, das ist auch Teil des Paktes gewesen. Der Haken ist aber auch noch, dass Yuji vergisst, dass er diesen Pakt mit Sukuna überhaupt gemacht hat. Das heißt, Sukuna kann einfach irgendwann sagen, Bindung, yo, und dann hat er eine Minute den Körper und Yuji weiß gar nicht, was abgeht, beziehungsweise weiß gar nicht, was passiert ist. So zumindest der aktuelle Stand und so wurde Yuji dann auch quasi wiederbelebt von Sukuna, geheilt, komplettes Loch in der Brust ist weg, er hat wieder ein Herz, alles pipapo drumherum. Ja, wir beenden auch mal direkt diesen Strang mit Yuji, indem wir noch kurz über das besondere Special Training reden, was dann Yuji in Folge 6 von Gojo bekommen hat. Ja, da hat er nämlich so eine Art Plüschtier gekriegt, so ein Bär mit langen Armen und Boxhandschuhen. Und dieses Plüschtier ist verflucht und wird immer wieder zum Leben erweckt, wenn er nicht mit Fluchkraft unterdrückt wird, gefüttert wird, weil wenn er die bekommt, dann schläft er. Macht er das nicht, rastet er aus und boxt Yuji die ganze Zeit in die Fresse. Ultra lustig, Leute, ohne Spaß. Ich fand das echt mega unterhaltsam, als dieser komische Bär da aufgetreten ist, auch mit den Sounds, die der gemacht hat. Und deshalb musste ich jetzt Yuji irgendwelche langweiligen Scheißfilme reinziehen und dabei darauf achten, dass er den Bären die ganze Zeit mit Fluchkraft füttert. So zumindest der Stand, das kriegt er nicht immer so hin, weil er dabei irgendwie noch was futtern will, Cola trinken will und so. Und sobald er die Konzentration verliert, rastet der Bär wieder aus. So zumindest das Training. Ultra komisch, Leute, aber ich bin mal gespannt, was da die Früchte des Trainings sein werden. Was auf jeden Fall bei Gojo noch der Fall ist, dass der danach ein bisschen abgejettet ist und am Ende der Folge noch auf jemand Besonderen trifft. Da kommen wir aber auch direkt jetzt zu, würde ich sagen, weil Megumi hat auch ein Training. Ja, Megumi ist auch im Training gerade mit seinen Senpais, deren Namen ich überhaupt noch nicht auf den Schirm habe. Ich glaube, die eine mit der Brille hieß Seiin oder sowas, die mit dem Stab. Coole Charaktere, vor allem der Panda, mega geil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der wäre nur ein Meme im Opening, aber heilige Scheiße, es ist einfach ein Charakter, der sprechen kann. Ich habe beim Panda schon so meine eigenen Theorien, sprich, ich denke, der Panda wird sehr wahrscheinlich irgendwie ein Panda sein, der verflucht wurde oder besser gesagt, der die Seele von einem Menschen bekommen hat. Irgendwie sowas stelle ich mir bei dem vor.
Bin mal gespannt, wie es letzten Endes bei dem Panda sein wird. Auf jeden Fall cooler und lustiger Charakter. Jujutsu Kaisen hat echt viel Humor, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich persönlich finde, es ist wirklich auch sehr viel Comedy, sehr viel lustige Momente bei Jujutsu Kaisen. Obwohl dieser Anime auch so scheiße brutal ist in vielen Punkten, ist die Comedy trotzdem sehr, sehr stark vertreten. Wir gehen aber gar nicht so sehr auf das Training von Megumi ein, weil das, wie gesagt, auch noch gar nicht so richtig begonnen hat, wie ich persönlich finde, in den letzten Folgen. Es wird viel geredet mit den Senpais, auch über dieses Turnier, was da wohl stattfinden wird, dieser Wettkampf mit diesen anderen Schulen. Aber wie gesagt, da werden wir zu späteren Folgen wahrscheinlich noch genauer zu kommen. Dann gehen wir aber mal, bevor wir zu Gojo und dem Finale dieser Folge rübergehen, zu der meiner Meinung nach wirklich heftigsten Szene in diesen drei Folgen. Also wirklich, ich war schockiert und das sage ich nicht einfach so, das bin ich auch nicht oft, Leute, aber ich war echt schockiert und vor allem, weil MAPPA das sehr brutal und sehr genau animiert hat, dargestellt hat. Wir kriegen nämlich eine Szene mit Charakteren, von denen wir, glaube ich, also ich habe extra gerade nochmal nachgeschaut, ich habe keine Namen gesehen, also in den Folgen nachgeschaut, ich will mich ja nicht spoilern, Charaktere vorgestellt bekommen haben, wo wir die Namen noch nicht wissen. Ein Mensch scheinbar und dann waren da drei oder vier Flüche bei und einer dieser Flüche hat übrigens die Stimme von Buggy, dem Clown aus One Piece, beziehungsweise Prinz Pilaf aus Dragon Ball und der hat so eine Art Vulkan auf dem Kopf und wenn der wütend wird, fängt dieser an zu glühen und die wollen zusammen was machen, die wollen nämlich zusammen Gojo versiegeln mit einem Sonderfluchobjekt, mit dem sie ihn quasi kampfunfähig machen können, wo er sich dann nicht mehr wehren kann, denn scheinbar scheint Gojo der krasseste Ficker unterm Planeten, unter der Sonne zu sein und das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich Gojo so ein bisschen natürlich so Sensei-mäßig eingestuft hätte, aber ich hätte ihn nicht so eingestuft, dass er wirklich so ein ultra heftiger Dude ist, dass die verschiedenen Flüche, die auch krass zu sein scheinen, sich schon sagen, ey, Gojo ist der heftigste von allen, wir müssen den irgendwie entkräften, wir müssen den irgendwie beiseite bekommen und ja, die wollen, wie gesagt, diesen Plan durchführen, sitzen dabei in einem Café und das ist einfach nur übelst grausam, was da passiert in Leute in dieser Szene, als dann hier der Kellner kommt, merkt ja schon, scheiße, irgendwas stimmt hier nicht, ich will meine Zukunft nicht opfern, ich renne jetzt weg, ich kündige, lustige Szene im ersten Moment gewesen und im zweiten Moment kommt dann der Chef von diesem Restaurant an und will halt fragen, ob der Mensch, der dort mit diesen drei Flüchen sitzt, weil die Flüche sind unsichtbar, der Mensch aber nicht, will fragen, yo, ob er sich entschieden hat, was er essen will. Währenddessen explodiert einfach hier Buggy der Clown, also der Typ, der Buggy, der die Stimme von Buggy dem Clown hat, der explodiert einfach vor Wut und setzt einfach nach und nach alle Menschen in diesem Restaurant wirklich in Flammen. Aber so wirklich instant, Leute. Instant Komplettverbrennung, Fire Force Level, ja. Richtig am Verbrennen, am Schreien, richtig brutale Szene. Man sieht sogar richtig, wie die Haare verbrennen dabei, während sie in Flammen aufgehen. Das war wirklich mega detailliert und grausam gemacht. Selbst die letzte Szene am Ende, als die letzte Kellnerin noch aus dem Laden herauskriechen will und kurz bevor sie es schafft, bam, geht sie auch noch in Flammen auf und schreit. Übelst grausame Szene, wie ich persönlich finde, aber irgendwie dennoch sehr, sehr stark von MAPPA gemacht worden. Könnt mir gerne auch mal schreiben, wie ihr diese Szene empfunden habt. Für mich die bisher heftigste, grausamste Szene, die wir so in Jujutsu Kaisen bisher hatten. Und das spricht ja auch nochmal dafür, was ich vorhin gesagt habe, ne? Mit, dass es so lustig ist und gleichzeitig so grausam. Wie gesagt, Leute, Yuji macht sein Training weiter und will weiterhin erstmal auch die Gags dabei, waren mega, er will dabei noch einen Rasengan würde er gerne machen, ein Kamehameha würde er gerne drauf haben, er wird gerne einen Bankai haben und ja, was war da noch bei? Genau hier die Geister, die Spirit Pistole von Yu Yu Hakusho wird er gerne haben, ganz lustige Szenen, wie gesagt, bei dem Training von Yuji, wo dann aber Gojo sagt, ey, chill mal, sowas wirst du nicht können, sowas wird nicht das werden, was du letzten Endes kannst und Yuji ist dabei enttäuscht und Gojo verschwindet kurz danach. Trotzdem lustig, dass Jujutsu Kaisen hier Anlehnungen, bevor wir jetzt auf das Finale zugehen in dieser Review, dass Jujutsu Kaisen immer wieder Anlehnungen macht zu anderen Werken. Ganz besonders hier Super Smash Bros. War beispielsweise auch in einer der letzten Folgen am Start und dann jetzt natürlich die Sache mit dem Kamehameha, mit Rasengan, mit Bankai. Leute, ohne Witz, richtig lustig. Man merkt ja auf jeden Fall, dass der Autor sich hier mit der Anime- und Gaming-Popkultur auch auseinandergesetzt hat und die hier in sein Werk mit einfließen lässt. Für mich persönlich immer noch so ein kleiner Bonus. Ich freue mich immer, wenn ich so etwas sehe und finde, da kann man gut drüber lachen und kann auch so ein bisschen noch mehr sympathisieren mit den Charakteren, denn scheinbar ist Yuji auch ein Otaku, ein Weeb, ein Anime-Fan, wie auch immer man das sagen möchte, denn scheinbar kennt er Dragon Ball, scheinbar kennt er Naruto und scheinbar kennt er hier
auch Bleach. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr lustig. Aber finale Szene von der 6. Folge war dann natürlich, als Gojo aus dem Auto aussteigt und dann letzten Endes der Vulkankopf auftaucht, den ich immer wieder, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie immer Buggy den Clown vor Augen, weil das einfach derselbe Synchronsprecher ist und der den auch noch genauso spricht. Und dann beginnt jetzt wohl ein heftiger Kampf, von dem schon einige mir auf Twitter gesagt haben, Kev, nächste Woche wird anders heftig, wird heftigster Kampf, wird richtig nice und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Alles in allem, wie gesagt, sehr stabil gewesen. Diese drei Folgen haben mich sehr, sehr stark unterhalten, auch die verschiedenen Aspekte, die wir in diesen Folgen hatten, auch diese kleinen Sachen, die man immer wieder zwischendurch bekommen hat, beispielsweise, dass geglaubt wurde, dass Yuji quasi außer Gefecht gesetzt werden soll von den höheren Jujutsisten und sowas, wo wir uns natürlich nicht sicher sein können, ob dieser Typ, den wir jetzt vorgestellt bekommen haben, der mit den Flüchen da saß, ja, ob der auch zu diesen Jujutsisten gehört, ob der auch mit Gojo in Verbindung steht, das habe ich noch nicht zu 100% rausgehört. Kann sein, dass das so ist, dass ich das einfach nur überhört habe, aber man weiß es noch nicht zu 100%. Ich in jedem Fall bin sehr unterhalten gewesen von diesen drei Folgen. Aber Freunde, jetzt seid ihr natürlich wie immer gefragt, wie habt ihr diese Folgen empfunden? Wie fandet ihr sie? Fandet ihr ebenfalls die Szenen, die ich so grausam fand, auch so grausam? Fandet ihr die Szenen unterhaltsam, die ich unterhaltsam gefunden habe? Gerade das Ganze mit Rasengan, Bankai und Co. Eure Meinung gerne dazu mal unten in die Kommentare. Supportet dieses Video gerne mit Daumen nach oben, Leute. Das zeigt mir immer, dass ihr Bock auf weitere solcher Videos habt. Kostenlos abonnieren, falls ihr es nicht schon getan haben solltet. Ihr kennt das Spiel. Und soziale Medien sind auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.